wunderschönen guten Tag hier aus Nürnberg und heute mein Gast in diesem Café, Nils Hüttinger von der APPD. Was bedeutet APPD für diejenigen, die es nicht wissen? Die APPD ist die anarchistische Pogo-Partei Deutschland. Wir sind Pogo-Anarchisten. Was bedeutet Pogo-Anarchismus? Das ist einfach ein Neologismus, eine Neuwortschöpfung, die mit dem althergebrachten Anarchiebegriff mit Messern in die Räte reinrennen nichts zu tun hat. Pogo-Anarchismus bedeutet demokratischer Anarchismus und trotzdem ein revolutionäres Umgestaltungskonzept der Gesellschaft auf demokratische und natürlich legale, immer nur legale Weise. Du bist der große Vorsitzende dieser Partei. Was ist es nicht? Muss ich einschränken? Ja, ich bin nicht der Parteivorsitzende, ich bin Vorstand des APPD Supergau in Franken, okay. Dazu noch Landesverband Bayern, Bundessitz ist in Berlin. Sehr gut. Entschuldigung. Bitte, bitte. Gut. Was sind so die mittelfristigen Ziele? So eine Partei braucht ja auch Ziele. Gut, die totale und ultimative Rückverdummung der Menschheit ist uns ein großes Anliegen. Wir müssen auf Dauer wieder uns auf die eigenen Triebe besinnen, uns vom Bildungsballast befreien, der eigentlich oft unnötig ist. Das bedingungslose Grundeinkommen wurde von uns erfunden in den 80er Jahren, was ja mittlerweile sehr gesellschaftsfähig ist, wo ja viele Parteien mittlerweile ganz stark damit irgendwie schwanger gehen. Wir haben das damals als Jugendrente bezeichnet, bedeutet einfach Arbeitslosigkeit bei vollem Lohnausgleich. Das hat ja sogar der CDU-Chef hier in Thüringen vorgeschlagen, wenn ich richtig fliege. Mittlerweile gibt es ja in fast jeder Partei diesen Vorschlag. Ja, also von uns geklaut. Was hältst du davon, wenn die euch Spaßpartei nennen? Spaßparteien, da müssen wir jetzt einfach mal definieren. Also die FDP beispielsweise ist eine Spaßpartei. SPD, CDU sind eher so extremistische Parteien. Wir halten uns persönlich selbst eher für bierernst. Okay, erklär mal ein bisschen, wie eure Mitglieder so drauf sind. Was habt ihr für Mitglieder? Was für Leute werden bei euch aktiv? Bunt gemischt irgendwie alle Gesellschaftsschichten. Wir selber halten uns ein bisschen für Politiker von unten, für unten. Das heißt, wir vertreten ganz stark die Nichtwähler, die Asozialen, die Parasiten, einfach auch all jene Personen, die kein Sprachrohr mehr haben. Wir wollen auch als Partei Sprachrohr für den Pöbel sein. Was unterscheidet euch von so einer Partei wie der FDP? Ja gut, dass wir einfach ernsthaft sind. Das ist der wesentliche Unterschied. Halten die sich für wichtig oder das, was sie machen, für zu ernsthaft und euch nicht? Ja gut, aber das wäre jetzt polemisch. Über die FDP, glaube ich, redet heutzutage keiner mehr. Also auch wir brauchen eigentlich nicht mehr über die FDP reden. Also das, was ich jetzt sage, meine ich auch wirklich bierernst. Ich weiß auch nicht, welche Partei mehr Chancen hat bei der nächsten Bundestagswahl. Tretet ihr an bei der nächsten Bundestagswahl? Definitiv. Definitiv. Es ist noch die Frage, ob wir uns den Aufwand machen wollen, bundesweit anzutreten oder nur regional mit verschiedenen Kreiskandidaten. Aber die APPD, eine Wahl ohne APPD ist keine Wahl. Das sage ich einfach mal ganz klar. Was wollt ihr im Falle der Machtübernahme oder Einzug in irgendein Parlament als erstes machen? Oh, das ist eigentlich ganz klar. Der Bundestag wird in eine große Mitfick-Zentrale verwandelt, wo wir erstmal unsere hedonistischen Triebe ausleben können. Dass jeder herzlich in mir eingeladen und unsere Wähler bekommen natürlich auch ihre Stimme in Freibier vergolten. Also freie Liebe und Alkohol spielt schon eine Rolle bei euch, oder? Naja, aber ich denke irgendwie, das ist bundesweit so. Und es geht nicht nur irgendwie durch unsere Partei durch, sondern wir tun es als Partei einfach nur nochmal aufgreifen und propagieren. Wie viele Mitglieder habt ihr hier im Supergau? Im Supergau haben wir ohne weiteres 100 Mitglieder. Und wo finden die Parteiversammlungen statt? Unterschiedlich, teilweise draußen, um da auch nochmal den Kontakt zur Straße zu haben. Manchmal aber auch einfach in der Parteizentrale, das ist ein Hinterhof in dem schönen Stadtteil St. Leonhard, nähe Gostenhof. Schön, schön. Wenn du jetzt die aktuelle Politik dir ansiehst, ich habe immer... Können wir ein bisschen über Faschos reden? Ich habe manchmal gedacht, wenn Hitler besseren Sex gehabt hätte, wäre uns vielleicht einiges erspart geblieben. Denkt ihr manchmal darüber nach, dass vielleicht manche Politiker anders wären, wenn sie auch die freie Liebe oder überhaupt Liebe oder überhaupt Sex in Betracht ziehen würden?
halte ich für sehr wahrscheinlich. Also schon aus der freudianischen Lehre wissen wir ja, dass ein Rückstau von Trieben irgendwann sich Bahn bricht. Zum Beispiel in Größenwahn wie bei Hitler oder durch schlechtes Aussehen wie bei Angela Merkel. Wir würden deswegen auch irgendwie der Kanzlerin anbieten, wenn wir sie nicht eh sowieso bald ablösen, dass wir einfach mit ihr ganz gerne in einer Mitfliegzentrale auch eine größere Party feiern, dass sie vielleicht auch mal richtig gut zum Zug kommt. Würdest du mit der Kanzlerin schlafen? Ich persönlich wahrscheinlich nicht. Aber wir haben diverse Kamerasen, die sich irgendwie bei einer allgemeinen Umfrage dazu bereit erklärt haben. Diverse? Diverse, ja. Also diverse. Das wird ein Gangbang. Das wird... Wir können davon ausgehen, ja. Okay. Ich stelle ihm drei Wörter in den Raum, drei Begriffe und bitte um jeweils eine Assoziation. Faschos. Mhm. Nazis kommen in den Gewalttäter-Erlebnispark nach unserer Machtübernahme. Da können sie Autobahnen bauen, irgendwie auf ihrem eigenen kleinen deutschen Reich, soweit das Auge reicht. Irgendwie können sich gegenseitig verkloppen, wer denn arischer ist. Gut geschützt natürlich, damit die restlichen friedlichen, nicht-faschistischen Bürger nicht mit den Nazis in Berührung kommen müssen. Homosexualität. Absolut okay, ist einfach eine weitere Spielart von Sexualität. Kann für alle vielleicht auch irgendwie Bereicherung interessant sein, das auch mal auszuprobieren. Kann ich mir gut vorstellen. Doppelmitgliedschaften. Mhm. Gut, nachdem dieses gesamte Parteien-Ding ja sowieso eigentlich ein bisschen eine politische Farce ist, also verschiedene Farbabstufungen, die teilweise das Gleiche wollen, also eher diese extremistischen Parteien spreche ich da auch an, SPD, CDU, CSU beispielsweise, auch die Grünen sind auch sehr extremistisch. Und man kann ruhig bei uns in der APPD auch in anderen Parteien sein, das ist relativ egal, weil es zählt ja eigentlich im Endeffekt nur, dass man da in unserer Partei auch ist. Cool, das heißt, ihr würdet auch so FDPler oder Leute aus der CSU mit aufnehmen? Ja gut, FDPler beispielsweise nur, wenn sie die ausreichende Ernsthaftigkeit mitbringen. Gut, CDUler durchaus, keine Frage, also als schwarz-weiße Partei, stark schwarz-weiß malend auch in unseren Vorstellungen, haben wir natürlich irgendwie allein schon farblich eine wahnsinnige Nähe zu der CDU oder CSU, wie sie hier in Bayern heißt. Spannend, ich habe gehört, bei euch können sogar Hunde Mitglied werden. Ja, ja, durchaus. Wir wollen ja die totale Rückverdummung der Menschheit anstreben. Unser großes Vorbild ist der unbekannte Affe, also so ein Gorilla, der im Regenwald sitzt. Frisst und fickt den ganzen Tag, hat keine Belastung durch Arbeit, durch überflüssige Bildung vielleicht auch. Dementsprechend ist es kein Problem für uns, dass Tiere oder auch Gegenstände, Vibratoren, Baseballschläger oder ähnliches, Videorekorder, Körperteile? Gibt's ja fast nicht mehr. Einzelne Körperteile hatten wir noch nicht, sollten wir aber vielleicht mal in Erwägung ziehen, wenn uns ein Parteiantrag von einem Körperteil entgegenkommt, dass wir auch irgendwie dieses Körperteil aufnehmen. Sind die dann wählbar? Das ist natürlich eine Frage. Gibt ja ein Parteiengesetz, ne? Ja, die Bundeswahlleiter wahrscheinlich besser beantworten könnte. Ich denke, nach unserer Machtübernahme ist das dann eh keine Frage mehr. Okay. Ich war bei einem anderen Partei, Kollegen sage ich mal, kein Kollegen, nee, hat eine eigene Partei. Martin Sonneborn von Die Partei. Mhm. Was haltet ihr von denen? Ist eine ernsthafte Partei. Im Gegensatz zu uns irgendwie allerdings schlechtere Organisationsstrukturen. Martin Sonneborn hat zum Beispiel von mir persönlich das Konzept des Castings von Kandidaten geklaut. Gönne ich ihm, ist ja auch okay, irgendwie der Martin ist ja ein prima Kerl. Aber dieses Castingskonzept, was er mit den Kanzlerkandidatinnen momentan macht, stammt ursprünglich von mir aus dem Bürgermeisterwahlkampf. Wunderbar. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Hab mich super gefreut. Und wir sehen uns bald wieder. Dankeschön. Und wir werden jetzt noch einen trinken hier in Nürnberg. Aber hallo. Ich bin ja in der Heimat. Ich komme ja hier aus der Nähe, aus Erlangen. Und ich bedanke mich auch bei euch, meine lieben Abonnenten. Und kündige den nächsten Gast an, den Vorsitzenden der jungen Liberalen, also der jungen FDP, Lasse Becker. Bis zum nächsten Mal.